Hey zusammen, so, hier sind wir wieder. Nein, ich habe nicht weitergemacht. Aus ganz einfachen Grund. Ich habe einmal die Kamera gewechselt, die gewohnte Kamera, und unsere oben Kamera ist jetzt hier unten. Einfach, damit ich euch den Druckkopf noch mal besser zeigen kann. Ich habe in den vergangenen Videos ist immer ein bisschen hiermit gekämpft. Ja, erst war der Capricorn ein Millimeter zu lang. Dann habe ich die Schraube nicht reingebracht. Kann alles passieren, alles kein Thema. Aber damit euch das nicht passiert, beziehungsweise ihr wisst, an welchen Stellen ihr gucken könnt, ob ihr ein Problem habt, habe ich das Teil jetzt einfach nochmal ein Stückchen auseinandergenommen. Wer sich erinnert, wir haben hier am Anfang in dieses kleine Teil die Muttern eingepresst. Und das Problem zum Schluss war folgendes. A, falsch rum eingebaut. Und B, hat sich eine Mutter verkeilt gehabt. Die war leicht schräg. Deshalb konnte ich die nicht mehr richtig einschrauben. Das war einfach das Gesamtproblem. Das habe ich jetzt korrigiert. Ich habe es noch nicht probiert. Ich gehe davon aus, dass das die Lösung war. Und deshalb habe ich mir so ein paar Werkzeuge auch nochmal zurechtgelegt. Auch habe ich mir ein Stück Capricorn nochmal hier geholt, das ich mit euch abschneide. Dazu benutze ich hier so einen Schneider, damit ich auch wirklich eine gerade Fläche habe. Und ich werde hier 5,1 mm rausmessen und dann das so exakt wie möglich zu machen. Ich möchte nachher ein schönes Druckbild haben und das sollt ihr natürlich auch haben. Deswegen lernt aus meinen Fehlern, ja, und guckt zweimal oder dreimal. 5,1 mm, ich mache das hier mit einem Messschieber. Den ich mir exakt auf 5,1 einstelle. So, ich fixiere mir den. Wie markiere ich das? Mit dem Fingernagel, ganz einfach. Ich ziehe den Schlauch einmal gerade, leg das dazu hin. Ich habe jetzt hier auf dem Messschieber stehen 51,04. Da die Schläuche meistens so eine leichte Biegung immer haben, ist das immer sehr schwer. Ich habe jetzt mit dem Fingernagel eine kleine Einritzung gemacht. Jetzt nehme ich hier mir den Schlauchschneider, setze das Messer an der Kerbe, drück drauf. In dem Moment habe ich eine glatte Fläche. Oben, unten, so sieht das Teil aus. Ihr seht das unten rechts im Video, hier oben nochmal Gold wert. Wirklich, war bei meinem Capricorn dabei. Ich habe das große Set gekauft. Hat mir schon so gute Dienste geleistet. Könnt ihr euch gar nicht vorstellen. So, selbe Spiel zurück. Ich werde jetzt erstmal den Halter wieder anschrauben. So. Und mit der Nase nach unten schraube ich den an. Er hat hier so eine Nase. Und mit der nach unten schraube ich das Ganze an. So habe ich auch eine gerade Auflagefläche. Schrauben. Änderung der Kamera, seht ihr das jetzt auch schön. Und dann passt das. So. Jetzt führe ich wieder meinen Capricorn ein. Es geht hier mit dem Capricorn, geht das immer ein bisschen straff. Aber da soll ja auch festsitzen, von daher. Ah, das ist mir fast zu.
zu straff. Was ist denn da los, Leute? Heute habe ich es echt nicht. Ein bisschen mit der Zange raus. Er ist natürlich auch so ein bisschen leicht gekrümmt. Es ist nicht schön, aber... kann gar nicht hinschauen. Was? Irgendwo habe ich jetzt ein Problem wieder geschaffen. Das Loch so angucke, das passt, aber es ist frei. So weit kommen wir runter. Das müsste also ein ganz schönes Stückchen mehr versenkt sein. Jetzt wenn ich den Schlauch hier... Da bleibt viel mehr übrig. Ist das okay? Vielleicht ist der Capricorn hier einfach auch nicht dafür geeignet, solche Aktionen zu machen. Gerade abgeschnitten ist er. Probieren wir es nochmal. Habe ich denn das alte Stück? Habe ich das schon entsorgt? Nur noch das weiße da. Kann natürlich sein, dass ich das alte schon entsorgt habe jetzt. Kennen wir nichts und schneiden wir uns halt einfach ein neues Stückchen ab. Also, nochmal. 50 auf 50 mm aufziehen. Also wegen einem Hundertstel tue ich jetzt nicht rum. Zehntel wird mich selbst stören. habe ich jetzt hier draufstehen. Ich packe mir das wieder hier auf meine Unterlage. Beziehungsweise eigentlich könntet ihr das auch einfach mit dem Lineal oder vergleichbar machen. Das wird wahrscheinlich den gleichen Effekt geben. Für mich ist das einfacher mit dem Messschieber an der Stelle. Ich markiere mir das wieder. Fingernagel. Nimm meinen Schneider. Setze das Ganze an. Fertig. Drauf. Das Stück Schlauch weg, das ich nicht mehr brauche. Jetzt können wir nachmessen. 51. Wir können das hier unten ausmessen. 51. Also. Gut. Dann halt nochmal. Klappt es jetzt besser? Ja. Tja. Das hat jetzt einwandfrei geklappt. Ja. Ich zeige das hier nochmal in die Kamera. Nochmal. Setze ich das Ganze hier oben. On-Deck-Extruder ein. Es liegt sauber auf. Und wir schrauben das an. Na, die Schraube rausgedreht. Manchmal kann man sich schon auch anstellen, ne? Scheinend habe ich heute einfach kein Händchen für. Mir jetzt gar nicht gefällt. Ich stecke den Capricorn, wenn er oben im Bontec nicht exakt ganz oben sitzt, ist das nicht so schlimm. Ja, da
Das Filament geht durch, aber wenn das unten nicht passt, dann verklebt dir das alles. Deshalb drücke ich das jetzt mit der Zange noch so ein Stückchen runter, einfach nur um sicher zu gehen. Ich quetsche das nicht, ich drücke das einfach nur. Der Schlauch hält schon ein bisschen was aus. Und wenn alle Stricke reißen, ja, dann schrauben wir es halt noch ein drittes und viertes Mal auseinander. So lange, bis das passt. Alternativ, Fenster auf, Fenster zu, ja. Könnt euch denken, was dann aus dem Fenster geflogen kommt. So. Sehr schön. Schaut gut aus. Dann versuchen wir jetzt nochmal unser Glück mit dem Lüfter. Einmal. Oben einmal. Und wir haben die Mutter rausgedrückt. Es soll einfach nicht sein. Ach. Tritt an die Wand. Tritt an die Wand. Da musst du nicht schrauben. Wenn die Mutter raus ist, ist die Mutter raus. Also kann ich den ganzen Käse wieder rausfüllen. Kriege ich das auch so reingedrückt. Gucken, ob die greift, weil dann kann ich sie mir so ein bisschen reinziehen. Die greift. Und sie ist drin. Och ja. Eben neu. Irgendwas ist doch immer. So. Was mir aber viel mehr sagen macht, sind einfach hinten die komische Konstruktion. Aber das fühlt sich so an, als ob es diesmal gegriffen hätte. Und dann Schraubendreher. Das fühlt sich so an, als ob es gegriffen hätte. So. Gucken wir uns das Stück an, was uns gerade die Mutter rausgedrückt hat. Ich halte da jetzt hinten meinen Finger drauf. Einfach, dass ich da besser rankomme. Ja, greift aber. Drehe ich das gleich fest. Wunderbar. So, und was habe ich jetzt hier oben für ein Problem? Jetzt hat er. Dass mir auch da die Mutter nochmal rausspringt. Greift schön. So, wunderbar. Seht ihr, und dann funktioniert das auch. Tja, wo gehobelt werden, fallen Späne. Das gehört einfach dazu. Ich wollte euch das aber nicht vorenthalten. Auch bei mir passieren Fehler. Sonst würde ich nichts lernen. Aber es ist endlich fest. Und wir können uns im nächsten Video dann noch wirklich mit dem Riemenspannen beschäftigen. Und hier
unsere X-Achse, unseren Druckkopf dann auch festmachen. Dann in der Zwischenzeit können wir sich schon mal ein bisschen überlegen, oder ich werde mir schon überlegen, wo ich die Kabel dann noch entsprechend verlege. Ja, und dann erstmal vielen Dank für eure Geduld, vielen Dank für euren Support. Ich freue mich auf das nächste Video und ja, wenn es mal schwierig wird, vielleicht einfach mal 5 Minuten Pause machen und nicht versuchen, das zu erzwingen, dann klappt das auch besser. Wie ihr seht, schaut das jetzt auch sauber aus. Es hält alles. Mein Schlitten bewegt sich nach wie vor noch cool. Und ich habe jetzt noch wirklich das Tensi hier. Das ist übrigens so ein Teil, was ich mir abschleifen musste. Das soll ja den Riemen spannen und das wird hier hinten dann eingeführt. Ja, auf der anderen Seite, da werden wir dann Druckerwechsel machen, zeige ich euch das. Und das war, hat so eine Überextrusion gehabt, dieses kleine Teil, dass ich gedacht habe, ich sterbe. Ich habe das aus Versehen reingedrückt, ich habe das fast nicht mehr rausbekommen. Da dachte ich mir, okay, jetzt kannst du dir auf jeden Fall ein Lime Green bestellen und das Teil nachdrucken. Mit ein bisschen Gefühl habe ich es dann rausbekommen und habe dann angefangen, das zu schleifen. So, dass es sich nicht mehr verkantet kann, weil wenn ich dann den Riemen spanne und es verkantet sich dabei hier einfach dieses Druckteil und du merkst das nicht oder gehst davon aus, dass das fest ist und die Verkantung löst sich dann irgendwann, dann schlackert dir der Druckkopf hier hin und her und da hast du keinen Bock drauf. Ja, ansonsten vielen Dank für euch, an euch, und wir hören uns und sehen uns im nächsten Video. Dankeschön.